Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich habe jetzt heute ein Video für euch, das habe ich eigentlich schon seit über einem Monat vorgehabt zu drehen, aber ich bin immer nicht dazu gekommen, dann habe ich es auch wieder vergessen. Ja, heute will ich es jetzt endlich in Angriff nehmen, damit ich auch endlich mal diese Tasche ausräumen kann. Es ist, glaube ich, nicht mehr ganz vollzählig, weil ich bestimmt schon das ein oder andere mal rausgenommen und benutzt habe. Eins fällt mir auch gerade wieder dazu ein. Das hole ich mal direkt raus. So. Und zwar heißt das Video Mein nahezu unendlicher Rossmann-Haul. Also, ich erkläre euch kurz, was es damit auf sich hat. Rossmann hatte im September eine ganz besondere Aktion. DM hat kurz danach auch ein bisschen nachgezogen und hat dann auch sowas rausgebracht. Und zwar gab es im September jeden Tag ein Coupon für ein Gratisprodukt, wenn man denn am Vortag quasi mindestens 1 Euro bei Rossmann ausgegeben hat. So. Ich habe Rossmann hier fußläufig in 3 Minuten und ich komme da auch jeden Tag dran vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, das nimmst du mal mit. Ne? Und ich hatte sowieso ein paar Dinge, die ich bei Rossmann kaufen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ist es alles nicht so dringend. Anstatt das an einem Tag zu kaufen, du kommst eh jeden Tag dran vorbei, kaufst du halt jeden Tag nur ein Produkt. Oder wenn ich an dem Tag, wo ich nicht mehr hatte, habe ich mir auch einfach mal nur eine Flasche Cola oder so geholt. Ne? Weil ich dachte, warum sollte man das verschenken? Ich wäre dafür jetzt nicht extra jeden Tag, wer weiß wie, gefahren oder so. Ne? Aber ich dachte halt, dadurch, dass ich sowieso dran vorbeikomme, ich wollte hier und da was kaufen. Und ja, das heißt, das ist jetzt hier ein Haul aus gekauften und tatsächlich Gratisprodukten. Ja? Es waren viele Eigenmarken dabei von Rossmann und ein paar Coupons habe ich auch nicht benutzt. Also es gab zum Beispiel von den Eigenmarken Zahncremes. Da wusste ich einfach, das werde ich nicht benutzen. Ne? Dann habe ich das mir jetzt auch nicht gratis geholt, nur um es, weil es gratis ist, zu haben. Ne? Also ich habe dann schon... Aber die anderen Coupons, die waren alle echt cool. Also es gab hier und da mal was zu essen oder halt das meiste waren wirklich so die Eigenmarken Kosmetikprodukte. Und genau, ich zeige euch jetzt die Sachen, sage euch auch dabei, ob es gratis war oder ob ich es gekauft habe. Ich fange mal mit dem ersten an. Da habe ich nämlich hier was, was ich schon in Anwendung genommen habe. Das war ein Geschenk tatsächlich. Eins der ersten direkt, meine ich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge, aber ich glaube, das war eins der ersten. Und zwar konnte man sich eine Cremeseife von Isana aussuchen. Und man konnte auch direkt sehen, in der App konnte man sich auch angucken, was die passenden Produkte zu dem Coupon sind. Also da gab es auch manchmal echt so Preisspannen, ne? Dass man auch ein etwas teureres Eigenmarkenprodukt wählen konnte. Wie gesagt, habe ich mich für diese Seife entschieden. Die fand ich richtig gut. Genau, wo sich das so ein bisschen preislich unterschieden hat und man trotzdem das auswählen konnte, das war auch ein gratis Produkt, ein Isana Shampoo. Und mit diesen stinknormalen billigen Shampoos komme ich nicht zurecht, die hätte ich nicht genommen. Dann habe ich mal geguckt und dann habe ich gesehen, dass es auch hier dieses Repair Shampoo mit Lilienextrakt und Bio-Mandelöl gibt. Das ist nicht schlecht. Also es ist nicht so gut wie meins, was ich sonst benutze. Es ist für strapaziertes und geschädigtes Haar. Es hat jetzt keine Silikone. Meine Haare mögen Silikone. Also ich gerade mit blondierten Haaren, es ist manchmal schwierig, da ohne Silikone zurechtzukommen. Ich komme da nicht so ganz so gut mit zurecht. Das Shampoo ist jetzt ja nur am Ansatz. Ne? Shampoo kommt ja nicht in Längen und Spitzen, sondern halt wirklich nur an den Ansatz und an die Kopfhaut. Da gehört Shampoo hin. Ne, und ihr seht, ich habe es halt auch schon verwendet. Ne? Also es kommt hier nicht um. Dann gab es nicht nur Gratis-Coupons, sondern es gab auch... natürlich hatte Rossmann immer an so Rabatt-Coupons, ja. Und dann gab es, ich brauchte eh welche, von Garnier wahre Schätze von diesen Haarkuren. Oder überhaupt Garnier wahre Schätze. Ich glaube, das galt auf alle Produkte von wahre Schätze. Dass man 50% auf ein zweites Produkt gespart hat. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich mir doch 2 von diesen 1-Minute-Haarkuren mit.
Die sind wirklich richtig gut. Ich habe die schon hier aus der Reiswasserserie. Die habe ich schon einmal leer gemacht, habe die jetzt auch schon ein zweites Mal. Und bei denen finde ich das richtig gut, dass die halt wirklich nur eine Minute im Hafer bleiben müssen. Das heißt, die kann ich optimal unter der Dusche verwenden. Das ist oft so, ja, ich gehe halt mehr duschen als baden. Und ich will auch nicht, die meisten Haarkuren muss man halt so mindestens 5 Minuten drin lassen. Und ich will ja nicht 5 Minuten unter der Dusche stehen. Also, ne, erstmal will ich nicht 5 Minuten einfach so das Wasser laufen lassen. Und ich will auch nicht 5 Minuten ohne Wasser da stehen und frieren, ne. Deswegen, oh, entschuldigt. Mein Kind ist erkältet und kam heute Nacht drüber und hat mir die ganze Nacht quasi die Ohren voll gehustet. Dementsprechend habe ich geschlafen. Es tut mir leid. Und jetzt habe ich mir einmal hier Honigschätze und Argan und Kameliaöl geholt. Ich glaube, diese hier habe ich, ist das die, die ich schon, ja, die habe ich schon benutzt. Oh, die riecht ganz, ganz toll hier, Honigschätze. Die habe ich schon ein paar Mal verwendet. Und die hier, Argan und Kameliaöl, habe ich noch nicht verwendet. Aber für die Längen und Spitzen sind die wirklich ganz, ganz toll. Und ich finde halt, wie gesagt, super, dass man die nur eine Minute drin lassen muss. So, dann konnte man sich mit einem Gratis-Coupon eine wahre Schätze-Spülung aussuchen. Und dann habe ich mich für diese hier entschieden. Ich weiß gar nicht, ob es den anderen Tag auch das Shampoo gab. Ich glaube schon. Ich habe mir auf jeden Fall auch das passende Shampoo dazu ausgesucht. Halt hier Reiswasser-Ritual und Stärke. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Eine glättende Spülung für mittel- bis langes Haar. Habe ich auch schon einmal leer gemacht, nachgekauft. Ich liebe den Duft, ich liebe die Wirkung. Auch neben dem lilanen von Elvital wirklich so mit meine liebste Shampoo und Spülung. Ja, dann habe ich was gekauft. Das will ich jetzt auch endlich mal ausprobieren. Ich hatte mir ja von DM dieses ohne Hitze-Lockenteil gekauft von Ebelin. Das war ja der totale Reinfall, weil man das überhaupt nicht formen konnte. Das war ein ganz starres, dickes Ding. Also da hätte ich niemals mit schlafen können. Und jetzt habe ich mir mal was Gutes geholt und habe jetzt mal das von Invisibobble genommen. Das ist auch, wie es sich anfühlt, ist es schön weich und sind auch 2 Bänder mit dabei. Da will ich jetzt demnächst unbedingt mal wieder diese Locken ohne Hitze machen. Genau, das hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Ist natürlich auch ein ganzes End teurer als das von Ebelin, das hat nur 5 Euro gekostet, aber letztendlich waren es dann 5 Euro für die Tonne, beziehungsweise die Haargummis benutze ich noch, ne? Und ja, da haben wir das, ah, das ist ganz anders, das ist richtig schön weich, das von Ebelin konnte man, das hat man draufgesetzt und dann hat das so, und das war viel dicker, guck mal, das kann man richtig schön, ist nicht ganz so lang, ist aber auch nicht so schlimm, mache ich das Ganze ein bisschen höher und ja, sind noch 2 Bänder mit dabei. Ja, das finde ich richtig gut. Das werde ich mir mal direkt jetzt in meine Schublade so tun. Und dann auch ganz, ganz bald benutzen. Ne? Nee, das von Dings, das war wirklich richtig schrecklich. Also ja, dann, es ist nicht immer so, dass Bewertungen recht haben, aber in dem Fall war es tatsächlich so. Ja, dann hatte ich mir einmal Wattepads mitgenommen. Diese hier. Das sind ja im Prinzip so die ähnlichen, wie ich die von DM immer kaufe. Die sind auch richtig gut. Maxi-Wattepads, super soft. Die sind auch richtig schön dick mit Aloe Vera und Panthenol. Also die gefallen mir, habe ich jetzt angefangen zu benutzen, gefallen mir richtig gut. Dann hatten sie bei Rossmann auch ein Mischmus von 4 Nüssen. Ich habe mir das ja bei DM gekauft. Das war ja jetzt in der Herbst Limited Edition bei den Ernährungssachen. Und das hatten sie von Rossmann auch eins. Da hat sich jetzt oben das Nussöl ein bisschen abgesetzt. Das muss man dann, bevor man es benutzt, gut durchmischen. Hier haben wir allerdings keine Walnüsse drin, wie bei DM. Ich meine, bei DM waren, glaube ich, auch nur 7% Walnüsse. Also hier haben wir Erdnüsse stattdessen mit drin. Erdnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Cashewnüsse. Und bei DM war als, ich glaube, Mandeln, Haselnüsse, Cashew und Walnüsse. Und hier haben wir es halt mehr so auf Erdnussbasis. Habe ich mir, glaube ich, 2 Stück von mitgenommen, weil halt limitiert. Und ich esse ja jeden Tag Nussmus, ne? So, dann habe ich mir, das habe ich gekauft,
Ne, das waren alles so Sachen, die ich hier und da brauchte. Und dann habe ich das dann mitgenommen. Einmal, das habe ich jetzt fast einmal leer gemacht. Das ist jetzt mein zweites. Das ist ein Intim-Waschschaum. Und den finde ich richtig, richtig gut. Also ich habe angefangen jetzt seit längerem, dass ich wirklich den Intimbereich mit einem dafür vorgesehenen Produkt wasche. Und mir bekommt das persönlich auch besser. Weil es ist ja oft so Duschgele und so weiter, die sind ja manchmal auch so auf Seifenbasis, da sind ja so bestimmte Stoffe drin, die halt auch mal austrocknend sein können. Und gerade mit Duftstoffen und so weiter, früher hatte ich da kein Problem mit, aber mittlerweile merke ich, je älter ich werde, bin ich da ein bisschen empfindlicher. Und deswegen habe ich mir ja zweimal, einmal fürs Waschbecken und einmal für unter der Dusche von der Eigenmarke halt so einen einmal intim Waschschaum und intim Waschlotion. Ne? Und genau, da komme ich sehr, sehr gut mit zurecht. Und genau, als nächstes da, ja, dann konnte man sich auch ein Shampoo aussuchen. Genau, man konnte sich eine Spülung aussuchen einen Tag und den anderen Tag konnte man sich ein Shampoo aussuchen. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte eigentlich das Shampoo dazu haben, aber obwohl ich morgens früh direkt da war, war das leider nicht mehr da. Und dann habe ich aber alternativ mich für dieses Shampoo hier entschieden. Das habe ich auch schon mal gehabt, das hat mir richtig gut gefallen. Sanfte Hafermilch, also diese wahre Schätze-Sache, die sind auch echt richtig gut. Und ja, dachte ich mir, mein Gott, das Shampoo kostet auch 2,50 Euro. Na, warum soll ich das nicht mitnehmen? So, dann ein Produkt, was ich gekauft habe. Einmal neue Rasierer. Ich glaube, die sind auch noch aus der Bright Limited Edition irgendwie übrig geblieben, ne? Alle in schön bunt mit Schwingkopf, Gleitstreifen mit Shea Butter und Jojobaöl. Ich glaube, die haben irgendwie 1,99 oder so gekostet. Sind 8 Stück drin. Also da komme ich eine Weile mit. Dann haben wir, das war auch ein Geschenk. Manchmal waren es halt auch so günstigere Sachen, so wie das, ne? Kollagen-Boost-Maske. Konnte man sich halt von Schebens so eine Sachet-Maske aussuchen. Habe ich mich halt für die Kollagen-Maske entschieden. Dann konnte man sich von, die war auch geschenkt, konnte man sich von Isana eine Tuchmaske aussuchen. Und da war es tatsächlich auch so. Es gibt Isana-Tuchmasken ab 79 Cent oder es gibt halt auch die hier für 1,99 Euro. Da habe ich mich natürlich für diese entschieden. Ne? Ich liebe halt auch da alles mit Hydro, Hyaluron und so weiter. Das ist alles, ja, was für mich, das ist auch so eine zweigeteilte Maske. Ich weiß nicht, ob das ein Tuch ist oder ob das auch so ein Gelzeug ist. Ich glaube schon. Ich habe von Balayage so eine schon mal gehabt. Genau. Dann habe ich mir ein Parfüm gekauft. Das war im Angebot da für 19,99 €, war reduziert. Und zwar das hier. Das habe ich auch schon viele, viele, viele Jahre. Jetzt habe ich es, glaube ich, 1-2 Jahre nicht gehabt, weil es leer war. Hatte ich andere, aber dann dachte ich, jetzt wo es im Angebot war, 19,99 €, das liebe ich, dieses Parfüm. Das werde ich jetzt auch, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass ich es mir gekauft hatte. Das werde ich mir jetzt auch erstmal hinstellen, dass ich es auch benutzen kann. So, dann noch etwas, was ich gekauft habe. Dafür war ich tatsächlich öfter da, weil der immer wieder ausverkauft war. Ich habe mir mal wieder einen Blush gekauft. Ich weiß nicht warum, ich fand den aber toll. Von NYX, diesen Butter Melt Blush. Da habe ich die Farbe Getting Butter Shimmering Rose. Kann ich euch auch mal swatchen. So sieht die Farbe aus. Ich hatte da, die Tester waren alle da. Ich hatte den auch getestet. Da fand ich den echt gut. Also von der Farbe her hat mir der richtig, richtig gut gefallen. Das ist halt, ne, so ein Blush-Lighter. Das finde ich jetzt für den Winter auch echt schön. Also der schimmert schön, hat einen schönen Glanz. Hat aber, viele Blush-Lighter sind mir zu golden. Also der hat so minimal, aber der, seht ihr ja, der scheint mehr als dass er glitzert. Das fand ich daran sehr gut. Also den habe ich gekauft, natürlich. Dann, was haben wir denn noch? Ja, dann habe ich 2 Dinge auch gekauft. Bei dem einen habe ich dann festgestellt, dass ich es sogar noch zu Hause hatte, noch gar nicht benutzt habe, ich Esel. Die Verpackung haben sie ein bisschen geändert. Und zwar
spreche ich hier von diesem Isana Liquid Moisturizer. Ich denke mal, das ist so ein bisschen die Antwort auf das Ganze von No Cosmetics, ne? Die haben ja damit angefangen mit diesen Liquid Moisturizern. Hier steht auch 120 Stunden, steht glaube ich auf dem von No Cosmetics auch drauf. Ich meine, das hat sich hier ein bisschen verändert, dass da vorher kein Pumpspender drauf war. Ich glaube, das war so eine Flasche zum Schütten auch. Ich werde das alte natürlich erstmal jetzt verwenden mit als nächstes. Also da ist Panthenol und Glycerin mit drin. Ich mag diese flüssigen Moisturizer-Geschichten sehr, sehr gerne. Und dann hatten sie eine Neuheit. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und zwar hier ein Spray. Ich liebe ja so Toner-Sprays auch, ne? Einfach so, um mal so da drüber zu gehen. Von Isana mit 2% Niacinamiden und 2% Vitamin C. Glow Anti-Ox Toner Spray. Also das ist dann, für mich wäre es jetzt was für morgens, ne? So nach der Reinigung aufsprühen, werde ich euch auf jeden Fall von allen Sachen berichten. So, dann auch ein weiteres Gratis-Produkt. Konnte man sich Pflegetücher aussuchen. Ich glaube, entweder von Isana oder von BB auch. Also ich habe mich halt für diese hier entschieden, weil ich die früher auch schon immer genommen habe. Die sind halt sehr gut. Einmal entweder um Swatches zu verschwinden zu lassen, oder ich benutze die auch, wenn ich mich mal verschminkt habe. Zum ganzen Abschminken nicht, ne? Vielleicht wirklich nur mal so, wenn ich ein ganz krasses Augen-Make-up habe. Dann mache ich das, habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht, aber wenn ich mal so richtig viel Lidschatten oder bunt früher getragen habe, dann habe ich das schon mal gemacht, dass ich das dann zuerst mal mit so einem Tuch vorab genommen habe, damit ich halt nicht hinterher zu viel Schmutz auf der Haut hatte, wenn ich das dann mit einem Cleansing Balm oder Cleansing Öl dann halt aufgebrochen habe, ne? Habe schon so ein bisschen vorgearbeitet damit. Die habe ich auch schon angefangen zu benutzen. Dann habe ich eine Sache, ach, das war das erste Gratis-Produkt. Da haben wir hier einen Riegel gehabt. Konnte man sich von Genuss pur, das ist ja auch die Eigenmarke, konnte man sich einen Riegel aussuchen. Und ich habe mich hier für diese Nussliebe entschieden. Den werde ich mir mal als Notfallprodukt in die Handtasche jetzt legen. Dass wenn man wirklich unterwegs ist und Hunger hat und ich mir nicht irgendein Zeug oder nichts kaufen will, dann kann ich mir den auf jeden Fall essen. Da ist auch kein Zucker drin, also da sind nur Erdnüsse, Mandeln, doch, Glukosesirup ist drin, ist doch Zucker drin. Wie viel hat er denn? Ja, doch, ist nicht der, doch 14 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Also es ist doch nicht so gesund, wie ich dachte, aber nichtsdestotrotz habe ich dann mal was. So, das war auch ein gratis Produkt, konnte man sich eine Isana Handcreme aussuchen. Habe ich mich hier für diese entschieden, Q10. Die werde ich wahrscheinlich weiter verschenken, weil ich sehr, sehr viele Handcremes habe. Aber finde ich, die kann man auch wirklich so als kleine Beigabe auf jeden Fall immer gut dazu tun. Da freut sich jeder drüber. Dann habe ich mir eine neue Nagelfeile gekauft. Ich habe ja jetzt nur noch Naturnägel. Da werde ich auch, denke ich mal, erstmal bei bleiben. Habe ich jetzt seit einem Jahr schon. Und da brauche ich einfach zwischendurch mal so eine normale Nagelfeile, einmal auch so, um die Nägel zwischendurch mal zu reinigen für zwischendurch, wie gesagt, oder halt auch das Feilen ist damit ein bisschen angenehmer, finde ich. Man kommt halt dadurch, dass die dünner ist, leichter in die Ecken rein. Ich habe noch eine, ich hatte die zwischenzeitlich verloren, deswegen habe ich mir eine neue gekauft, aber die alte ist auch schon uralt, die ist auch nicht mehr so gut. Deswegen ist das auch nicht verkehrt, da nochmal eine zweite zu haben oder im zweiten Badezimmer einfach mal eine zu haben. Genau. Dann, ja, so ganz so viel ist es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe bestimmt einige Gratisprodukte vergessen. Dann habe ich mir von Powerbar, und zwar wollte ich das mal ausprobieren. Ich laufe ja, wie ihr wisst. Ich versuche auch mich da echt, versuche natürlich da besser zu werden. Ich habe auch das Ziel, wirklich mal nach Möglichkeit vielleicht mal einen Halbmarathon zu schaffen. Aktuell bin ich da im Training dabei. Ich habe manchmal so das Gefühl gegen Ende, dass mich halt so ein bisschen manchmal die Energie ausgeht. Und dafür gibt es diese Power-Gele. Die sind jetzt nicht nur für Sportler, die kann man sich natürlich auch, das ist halt so eine, um dem Körper schnell Kohlenhydrate und Energie zuzuführen. Das kann man sich natürlich auch
Als Notfall, wenn man mal das Gefühl hat, man ist ein bisschen unterzuckert oder so, oder sich in die Handtasche tun, ja, dann hat man wirklich ganz schnell Kohlenhydrate. Dieses, ich guck mal gerade, das sind 41 Gramm drin, das hat 103 Kalorien und hat 63 Gramm Kohlenhydrate. Das gibt es in verschiedenen, also bei Rossmann haben sie nur Lemon Lime als Geschmack, online kriegt man da noch mehr, da habe ich mir halt einfach zwei Stück von mitbestellt, die benutzen halt sehr oft Läufer für Langstrecken, ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob ich mir es damit vielleicht auch ein bisschen leichter machen kann, wenn mir so gegen Ende so ein bisschen, ja, der Wumms ausgeht, wenn ich mir dann ein bisschen Kohlenhydrate zuführe, ne, das ist halt, ja, kann man gut einfach schlucken, man muss halt nichts kauen, man muss ne? Und es ist halt nicht schwer, dass, wie gesagt, Sportler benutzen das oder sehr, sehr viele Sportler benutzen das, gerade Läufer. Und ja, wollte ich auch mal ausprobieren. So, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch, da weiß ich gar nicht mehr, ob es ein Gratisprodukt war oder ob ich es mir gekauft habe. Auf jeden Fall kommt es mir fast so vor, als wäre schon die Hälfte ausgelaufen. Muss ich mal, da ist nämlich gar nicht mehr so viel drin. Hier so ein, wollte ich mir mal für die Handtasche nochmal reintun, so ein Handgel. Von, und das hat halt so eine süße Verpackung. Ich glaube, sehr viele haben das auch so, entweder in der Handtasche oder am Kinderwagen haben das auch viele so dran. Ne? Kann man so verstellen, diese Lasche. Finde ich ganz praktisch. Ne? Ja, kann ich ja auch mal direkt nehmen. Ich glaube, und das riecht nicht ganz so unangenehm. Ja, es schon, riecht schon ein bisschen Alkohol, aber nicht so erschlagend wie manche, die man so in Pumpspendern hat. Ich glaube, das habe ich gekauft, meine ich. So, und dann habe ich noch zwei Gratisprodukte und ein Produkt, was ich mir gekauft habe. Ein Nivea-Duschgel durfte man sich auch aussuchen. Da habe ich mich für das hier entschieden mit Rose. Das, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal hatte. Auf jeden Fall habe ich es auf meiner Wunschliste bei DM stehen gehabt. Riecht ganz, ganz toll. Nivea hat auch echt richtig, richtig tolle Duschgele. Und dann konnte man sich noch eine Isana Lippenpflege gratis aussuchen an einem anderen Tag. Da habe ich mich hier für diese Lippenpflege intensiv mit Shea-Butter und Macadamiaöl. Da habe ich gedacht, das kann, denke ich mal, so die ganze Familie benutzen. Mein Sohn halt auch. Ne? Der hat im Winter leider auch oft sehr trockene Lippen. Und genau. Und dann habe ich ein Produkt, last but not least, da habe ich mich von Maxim anfixen lassen. Der hat das ein paar Mal gezeigt, dass er da so begeistert von ist. Und das wollte ich jetzt auch unbedingt mal ausprobieren. Und zwar dieses Koffein-Augenkonzentrat. Also er meint, das soll super Feuchtigkeit spenden. Ich bin gespannt. Das ist mit Koffein und Meerfenchel. Schauen wir mal. Ich werde es ausprobieren. Ich werde euch berichten. Und ich habe das Gefühl, ich habe auf jeden Fall Sachen vergessen. Aber ich war jetzt auch zu faul, um da noch länger auf die Suche zu gehen. Deswegen habe ich jetzt alles, was ich jetzt mich noch daran erinnern konnte, erstmal zusammengepackt, und um es euch zu zeigen. Genau, das war mein endloser, langer Rossmann-Haul. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls es so ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!